Leute, wir sind zurück bei Kirby und das vergessene Land. Im letzten Part haben wir das Intro gemacht und die urbanen Graslande abgeschlossen. Jetzt begeben wir uns ab durch den Tunnel. Mal gucken, was uns da erwartet. Vielleicht gibt es ja auch noch auf der World Map irgendwelche Secrets. Das werden wir aber noch herausfinden. Ich freue mich sehr. Ab durch den Tunnel. Let's go. Rein da. Rette die versteckten Waddledees. Gut, drei geheime Missionen, die wir wieder durchziehen müssen. Mal gucken, wie oft wir das Level wiederholen müssen. Oder ich, wie oft ich das Level wiederholen muss. Ihr werdet davon halt wenig sehen dann. Weil ich das euch dann hinten dran ranschneide, aber... Ja, wir gucken mal. So, ab jetzt ist das Spiel übrigens auch für mich komplett blind, soweit ich das weiß. Oder gab es in der Demo auch schon das Level Up in den Tunnel? So sicher bin ich mir da nämlich gerade gar nicht. Ich erinnere mich aber nicht an diese Typen hier. Aber jetzt können wir Feuer... Oh yeah, Alter. Geil. Ha! Nice! Feier ich. Entzünde 4 Laternen. Gut, wir müssen also... wir müssen also in Feuermodus bleiben. So. Dann müssen wir die Leiter hoch. Mal gucken, was uns hier erwartet. Das ist wohl der Tunnel. Okay, wir können sogar boosten, Alter. Nein, Kirby, nicht sterben! Oh. So, dachten ihr beiden, entkommt mir, Alter. Niemals. Hier haben wir einen Schalter. Okay. So, das war zu leicht. Aber hier ist noch was drin. Damit haben wir einen der versteckten Waddledees gefunden. Sehr geil. So, dann müssen wir weiter gucken. Hier ist noch so ein Sprung-Kirby-Teil. Nächstes Mal sauge ich den ein. Vielleicht kriegen wir da eine Fähigkeit oder so. So, jetzt gehen wir aber nochmal den Weg zurück. Ich will gucken, ob wir... Ich will auch gucken, ob dass wir keine Laterne verpasst haben. So, aber ich glaube, wir haben keine Laterne verpasst, oder? Nee, sehr gut. Dann... Wir können uns ja durch die Gegend boosten. Zum Glück. Okay, dann einmal hier hinten gucken. Da ist nichts. Ich habe das Gefühl, dass wir aber hier irgendwas finden. Nein, Kirby, nicht! Okay, das war Pech. Da haben wir dann doch nichts gefunden. Dann gehen wir mal hier rein. Da ist eine der Laternen. Okay, den können wir nicht vernichten. Du fackelst mich nicht ab, Alter. Das würde dir wohl so passen. Sehr gut. Da haben wir die dritte Laterne. Okay, da sehen wir auch schon den Weg, den die Laterne für uns offengelegt hat, um aufs Dach zu kommen. Damit wir die erste Kapsel einsammeln. So, aber Entzündefehler, finde den geheimen Raum. Oh, den geheimen Raum haben wir gefunden. Dann fehlt uns nur noch eine Secret-Mission und drei versteckte Waddledees. Hier können wir was essen. Oh yeah.
Dachten die Hunde echt, sie kriegen mich? Niemals. Autsch. Nein, Kirby! Das kriegst du zurück, Alter. Ja, okay. So, damit haben wir alle vier aktiviert. So, hier haben wir noch ein Secret. Und einer der versteckten Waddledies. Sehr gut. Zwei fehlen noch. So, dann gehen wir mal in diese coole Tür hier rein. Dieses Mal nicht. Ich hab's kommen sehen, ne? Sehr gut. War das? Nein, das war noch nicht das andere Secret, was noch hier... So, jetzt wollen wir aber mal testen, ob was passiert, wenn wir den da einsaugen. Nee, leider nicht. Dann bleiben wir in Feuer, Kirby. Wir gehen nochmal zurück, falls wir hier was verpasst haben. Beim Hinter der Lunte herlaufen. Aber ich glaube nicht, ne? Nö. Gut, damit haben wir drei Waddledies. Ein Secret fehlt uns aber noch und genauso wie ein geheimer Waddledie. Ich hoffe, das Secret finden wir noch. Aber die Level sind echt groß. Also ich bin begeistert von dem Spiel. So, easy. Easy abgezogen, den Lappen. Ach du Scheiße, was geht denn jetzt ab? Das können wir einsaugen. Okay. Wir sind Treppenstopfer. Oh ja, umfallen. Das ist also unser Angriff. Oh, geil, Alter. Yeah, los geht's, Brudi. Alle einfach platt gemacht, Alter. Oh, nice. So, jetzt ist die Frage... Bringt uns die Treppe hier irgendwas? Nein. Erstmal noch nicht. Oh, Kacke. Ich möchte gerne mein Feuer zurück. Bevor wir uns den hier widmen. So, dann einmal weiter mit der Treppe. Sehr gut. So, dann hier hoch. Hier ist doch oben was. Gut, eine der Kapseln haben wir. Dann stopfen wir uns wieder voll und holen uns das Ding hier. Lol. Das Kreuz hat doch irgendein Geheimnis für uns, oder? Entferne das Gesuchtposter. Ah, okay. Das war wohl das Geheimnis. Sehr geil. So, dann einmal ausspucken. Die Treppe brauchen wir hier gleich. So, und sonst ist hier nichts mehr. Oh, das ist fies. Fies. Dann will ich aber zuerst mal hier hingucken.
Nee, da geht's dann wohl gleich weiter. Dann... Gut, ich hoffe, das geht so. Nee, Kirby spuckt die hier aus. Das ist ein bisschen doof. Nein! Das heißt, da muss die hierhin platziert werden. Ups. Sehr gut. So, wir sind drin. Dann warten wir mal ab. Okay, man hätte eigentlich genug Zeit gehabt, warum ich mich damit immer so rumärgere, keine Ahnung. Und hoch mit uns! Damit haben wir auch den letzten versteckten Waddle-Dee gefunden und damit haben wir das Level komplett. Plus noch einen Haufen Münzen. Gut. Vergiss es, Alter. Dann mal weiter. Wir müssen das Level komplett haben, ja. Nur noch den Abschnitt abschließen. Ich erinnere mich, dass es, den Tunnel gab es nicht in der Demo. Das war alles. Das war ja enttäuschend. Let's go! Ja, Kirby ist so nice. So, mal gucken, was es gibt. Schalter. Da muss man nicht viel erklären. Cozy. Auch nicht. Kugelsteinstraße ist das nächste. Die geretteten Waddle-Dees haben ein neues seltsames Gebiet entdeckt. Die Straße der Schätze. Vielleicht warten dort ja seltene Items auf dich. Also nichts wie hin. Na mal los. Bumerang-Schatz. Werfen und fangen. Schatzsuche extrem. Okay. Fertig, los. Oh, töte ihn doch, Kirby, los! Gut, den hätten wir. Das hätten wir auch. Dann auf zum nächsten. Okay. Auch den hätten wir. So, dann weiter. Hier kommen wir zum letzten. Und das war's. Seltener Stein. Ah, schade. Zielzeit ist 1 Minute, also müssen wir hier nochmal rein. Gut, das heißt, ich muss schneller sein. Ich sollte nicht so sehr auf die Münzen achten. Gut, dann achte ich diesmal nicht auf die Münzen. Wir werden nur versuchen, die Steine zu bekommen und auch auf die Gegner nicht so viel achten. So, dann mal schnell. So, tschüss. Okay.
Das hätten wir auch. So, den hätten wir. So, schneller, komm. Komm, Kirby. Wir haben noch genau 23 Sekunden. Komm, das schaffen wir. So, komm, 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 Kirby. Schneller, wir haben noch 7 Sekunden. Los, Kirby, du schaffst es. Sehr gut. Damit hätten wir die erste Straße der Schätze auch geschafft. So, und was haben wir hier? Bombenschatz. 30 Sekunden. Okay. So, damit hätten wir das. So, damit hätten wir auch das. So, sehr schön. Die hätten wir auch. Das hätten wir auch. Komm. Yes. It's first try, Leute. First try, Alter. Geil. Mal gucken, für was die seltenen Steine später gut sind. Da bin ich ja gespannt drauf. Ich habe keine Ahnung. Sehr gut, dann können wir noch sogar noch ins nächste Level. Kugelsteinstraße. Los geht's. Ja, natürlich. Let's go. Wir haben noch genug Zeit für ein weiteres Level im Spiel. Oh, Leute, jetzt kann ich es auch hier erwähnen. Ich kann hier auch endlich mal wieder in diesem Spiel Kapitel einfügen. Weil sich das in diesem Let's Play dann lohnt. Weil wir hier verschiedene Level haben, die ich einfügen kann. Oh Gott, was bist du denn für einer, Alter? Das heißt, ihr könnt dann auch durch die Kapitel switchen, wenn euch ein Level interessiert. Sowas kann ich halt nämlich immer gut machen. Oh, Moment mal. Ist 3 Snacks vom Baum stümpfen. Okay, das ist eine Geheimmission. Wenn wir den einsaugen, gibt er uns eine Fähigkeit? Ja! Oh, geil! Wir können schießen, Alter! Yeah! Wir sind Gun Kirby, Alter. Ja, moin. Gut, mehr kriegen wir hier nicht. Dann gehen wir erstmal einfach weiter. Vielleicht brauchen wir Gun Kirby auch gleich. Wer weiß das schon. So, da haben wir schon den zweiten Snack. Okay, hier geht's nicht hoch. Aber wie kommen wir denn dahin? Das ist sehr interessant. Der wurde gerade einfach überrollt, ne? Kommen wir da oben rauf, nur wenn wir hier hochgehen? Kann das sein? Nee. Ich wusste, dass wir Gun Kirby brauchen werden. Okay, wir können die Schüsse sogar aufladen. Das ist sehr nice. Damit haben wir einen der versteckten Waddledees gefunden. So, jetzt gehen wir erstmal nochmal hier lang.
Sehr geil. So, da gab es sonst nichts. Dann einmal die Leiter wieder hoch und dann schleichen wir uns an den Stein vorbei. Lauf, Kirby! Lauf, Brudi! Los, Kirby, Brudi, du schaffst es! Nice. Secret? Ja. Entdecke auf deinem Weg bergauf den Seitenpfad. Und zack. Da haben wir unsere erste Kapsel gefunden. So, gut. Hier gibt es sonst nichts mehr. Dann können wir zurück. Also hier lang. Vorsicht. Oha. Was ist das denn? Wo geht's hier rein? Da bin ich gespannt. War das ein Secret? Nein. Gut, hier brauchen wir auf jeden Fall Bomben, Schuss Kirby. Und hier haben wir eine Truhe gefunden. Wahrscheinlich ein versteckter Waddledee, wie ich das höre, ne? Ja. Sehr geil. Ich finde das Spiel immer noch süß und knuddelig. Und es ist mal wieder auf meinem Kanal eines meiner leichteren Projekte endlich. Weil zum Großteil ist das nur Start-Stopp. Und das tut mir gerade sehr gut bei Projekten wie Legenden Arceus oder Paper Mario, die wirklich extremst aufwendig waren. Gerade der letzte Part bei Paper Mario war aufwendig vom Schnitt. shit. Da oben geht's doch noch lang, oder? Ich wusste es, das hätte ich fast vergessen. So, uns fehlt immer noch das eine Geheimnis und zwei Waddledees. Dann gehen wir mal weiter. Oh, ich habe ein blödes Gefühl, wenn wir jetzt lang gehen. Es war so klar, Alter. Lauf, Kirby, lauf! Du schaffst es, Freund! Glück gehabt. Wir haben sogar einen der versteckten Waddledees geschafft gefunden. So, müssen wir jetzt da runter? Ich bin unsicher. Ich springe einfach mal. Nee, gut. Dann müssen wir wohl einfach weiter hier lang. So, hier haben wir noch so einen Typen. So, jetzt... Oh, wir können wieder in den Vollstopfmodus gehen. Oh yeah, aber ich glaube, ich habe gerade was verkackt. Nein, Kirby, warum? Oh, schade. Ich glaube, wir haben gerade... Nee, oder auch nicht. Da oben gab es nichts. Oh, ouch. Gut, das klappt nicht. Alter, können wir springen mit dem Teil? Ja, können wir. Gut zu wissen. Okay, ich habe was gefunden. Wir mussten mit dem Vollstopfmodus eh hier rein. Damit haben wir alle versteckten Waddledees. Uns fehlt nur noch das letzte Secret.
Okay, irgendein Secret habe ich vergessen. Fahre ohne in den Abgrund. Ah, okay. Fahre ohne in den Abgrund zu stürzen. Ja, nice. Sehr gut, damit haben wir alles. Easy. So, mal gucken, was in den Kapseln ist. Eine Maxi-Tomate. Maxi-Tomate, wenn deine KP mal niedrig sind, dann isst ruhig eine nahrhafte Maxi-Tomate. Damit bist du ruckzuck wieder auf den Beinen. Sind die Tomaten mit Kirby und Co. aus dem Wirbel gefallen oder wuchsen sie bereits vorher in der neuen Welt? Beliebt sind sie in jedem Fall, sogar beim Bestienrudel. Kanone. Geil. Ausflug ins Ambelen Center. Okay, Feuerschatz. 45 Sekunden haben wir Zeit. Ich bin leider nicht mehr Kanonen-Kirby. Schade drum. Flott und feurig, auf zur Kanone. So, gut. Die erste Kanone hätten wir easy. Perfekt. So, das sollten wir hinkriegen, wenn ich mich nicht allzu doof anstelle. So, perfekt. Das sollten wir eigentlich geschafft haben. Yes. Das war leicht. So, wieder ein mysteriöser Stein oder ein seltener Stein. Hier gibt es zwei, Schwierigkeit 2. Feuer frei, Ziele in die Ferne. Eine Minute. So, wir sind wieder Kanonen-Kirby. Wir haben genau eine Minute, okay. So, sehr gut, weg mit dir. Den haben wir. Oh Gott. Ja, ist klar, Budi. Oh oh. Sehr gut. 10 Sekunden haben wir noch. Lauf, Kirby, schnell! Du schaffst es, Budi! Ja! First try, Alter. So muss das sein. Sehr gut. Dann gehen wir mal zurück zur Waddeli-Stadt kurz. Mal gucken, ob sich da schon was verändert hat. Nee, ich glaube nicht, ne? Wir haben immer noch zu wenig Waddeldies. Die Waddeldies kehren zurück. Langsam kommt wieder Leben ins Dorf. Genau, erst ab 50 fängt sich so langsam an, wieder was aufzubauen, glaube ich. Genau, sonst ist hier nichts.
Sehr gut, dann haben wir... Okay. Leute, ich würde dann sagen, ich beende den Part aber an der Stelle. Im nächsten Part werden wir uns im Ausflug ins Umbrellen Center vergnügen. Und dann geht es anscheinend schon zum Boss danach. Hui, was für ein grandioses Spiel bis jetzt. Ich bedanke mich an der Stelle bei euch fürs Zuschauen. Like dieses Video, abonniert den Kanal für mehr Kirby-Content oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Genießt noch euren Tag und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Part wieder. Bis dann!